Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Kommentiervideo. Diesmal alleine mit mir, weil ich dachte mir, ich habe so viele Videos zugeschickt bekommen und ich kommentiere jetzt einfach immer mal zwischendurch was, wenn ich ein Zeitfenster habe. Dann habe ich nämlich immer was, was ich zwischendurch mal so posten kann, weil ich glaube, es ist ein Format, was nicht nur den Reitern hilft, die eben auf dem Video sind. An der Stelle wirklich nochmal ein riesen Dankeschön für die massige Zusendung an Videos. Aber auch andere können davon ja super profitieren, weil im Grunde sind es ja immer solche Alltagssituationen, die man da sieht und wo sich, glaube ich, jeder was rausnehmen kann. Und ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß dabei. Unter dem letzten Video war ein Kommentar, was ich auch sehr gut fand, hatte ich gar nicht dran gedacht. Wenn man es halt so macht, dann kriegt man das nicht mit. Ich werde euch jetzt gleich erstmal den Ritt im Ganzen einblenden und dann was dazu sagen, weil völlig klar, wenn ich dann halt Pause mache und was dazu sage, hat man nicht so einen guten Gesamtüberblick. Aber da ich mir das ja im Vorfeld schon einmal angeschaut habe, war das irgendwie so untergegangen. Also danke für den Hinweis, für den Tipp. Solche Sachen helfen immer, natürlich dann die folgenden Videos anzupassen und noch besser für euch verständlich zu machen. Deswegen blende ich euch jetzt einmal den Ritt ein. Ich kann euch schon mal sagen, ich war sehr angetan, war eine sehr schöne Runde und den Rest besprechen wir gleich. Bevor wir jetzt direkt loslegen, würde mich mal euer erster Eindruck interessieren. Also, was fandet ihr gut? Was würdet ihr vielleicht sagen, kann man noch verbessern? Bevor ich jetzt meinen Senf dazu gebe, gerne mal unvoreingenommen was reintippen, weil ich kann ja auch nicht alles erstens auf einem Video erkennen und zweitens auch nicht alles immer sagen, also manches geht vielleicht auch unter oder vergisst man mal in dem Moment, aber vielleicht hat ein anderer noch einen Tipp, wo man sich dann wieder was rausnehmen kann, also das fände ich sehr interessant, weil wir wollen uns ja gegenseitig weiterhelfen, genau darum geht es ja. Es geht ja jetzt nicht darum, hier irgendjemanden zu bewerten, sondern es geht darum, sich dann zusammen weiterzuhelfen. Deswegen jetzt mal fleißig tippen und wir starten jetzt mal mit meinem Kommentar. Was man jetzt natürlich vorher nicht sieht, ist, wie ist das Anreiten jetzt ein bisschen weiter vorne. Weil hier geht es ja wirklich direkt damit Sprung 1 los. Und wirklich nur von dem Video jetzt gesehen, finde ich, dass da noch so ein bisschen, ja, dieser Fluss fehlt. Also an Sprung 1 war ja auch so ein kleiner Stangenkontakt und es war jetzt noch nicht so flüssig, rhythmisch beieinander wie im Rest des Parcours. Aber wie gesagt, das kann ich jetzt hier nicht sagen. Den Rest vorher habe ich ja nicht gesehen. Aber so als allgemeinen Tipp könnt ihr da auf jeden Fall mitnehmen, dass ihr, bevor ihr irgendeine Aufgabe anreitet, ob das eine gymnastische Aufgabe zu Hause ist, genauso schon beim Dressurreiten, wenn ihr eine bestimmte Lektion reiten wollt oder eben einen Sprung machen wollt oder einen Parcours anfangen wollt, immer erstmal die Grundlagen regeln. Also nehmt euch lieber einen Zirkel, eine ganze Bahn oder was auch immer, mehr Zeit als zu wenig. Also auch wenn da der Trainer sagt, los, zack,
Angaloppieren anfangen. Nicht jetzt in der Ecke angaloppieren und schon in der nächsten Ecke von der kurzen Seite den ersten Sprung haben wollen. Es kann auf Turnier immer mal hektisch sein und mal so zu einer Situation kommen, aber da werdet ihr garantiert nie eure Bestleistung bringen, weil das Pferd ist ja dann auch einmal so, jetzt geht's los, oh, okay, was muss ich tun? Erstmal gedanklich überhaupt nicht bei der Aufgabe, sondern innerlich so ein bisschen im Zwist und das merkt man meistens an Sprung 1. Sprung 1 ist sowieso auch auf dem Turnier der schlimmste, der schwerste, weil auch ich denke mir immer dann auf dem Weg dahin alle Situationen durch, die so passieren können. Wenn man im Parcours dann einmal ist, dann muss ja wirklich so zack, 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 alles nacheinander. Die Wendungen sind relativ vorgeschrieben und dann muss man einfach reiten. Aber zu Sprung 1 kann man sich ja meistens noch ziemlich viel selbst entscheiden und das ist nicht immer so gut. Deswegen ist die Vorbereitung aber wichtig, dass man sich da einfach Zeit nimmt, nochmal einen Zirkel, nochmal dressurmäßig schön durchstellt und erst wenn man dann mit dem Pferd wirklich beisammen ist, dann zu 1 reiten. Aber wie gesagt, das ist jetzt hier nur ein allgemeiner Tipp und so mein Eindruck. Was ich sehr gut fand, sind die Linien im Allgemeinen. Also immer schön korrekt rausgeritten, ohne dass es jetzt eckig und kantig wirkte. War immer ein Fluss drin. Wenn wir jetzt aber, was mich eigentlich in meiner vorherigen These so ein bisschen bestätigt, nochmal kurz zurückspringen und auch so auf die erste Wendung mal Acht geben. Die ist auch noch nicht so rund. Also auch als ich mir das erste Mal angeschaut habe, dachte ich so, so ein bisschen matt, bisschen klemmig. Jetzt hier schön Galopp mitgenommen. Für die Höhe auf keinen Fall mehr Tempo. Kommt aber auch komplett aufs Pferd an. Ne? Wenn das für das Pferd jetzt schon eine Höhe ist, wo man mal so ein bisschen mitreiten muss, dann ist das vollkommen okay. Aber im Training jetzt nicht denken, dagegen heizen. Aber das war jetzt auch hier gar nicht, sondern das war jetzt aus der Ecke raus, richtig schön flüssig nach vorne. Ich gehe hier nochmal zurück, weil ich finde, das sieht man ganz deutlich. Also hier, es war einfach, steht da so ein bisschen im Schweif, das mag jetzt erstmal nichts heißen, aber es ist so ein bisschen triebig, schwerfällig, klemmig. Und hier wurde es dann schön flüssig, locker und ab da an war ein super Fluss in dem ganzen Parcours drin. Auch wenn das hier so mini bisschen dicht ist, ist das überhaupt gar nicht schlimm, weil zwei Sachen. Erstens war der Rhythmus super, die Pferde müssen auch eine Verantwortung tragen, sich die Beine zu sortieren und generell ist es vor allem im Training sinnvoll, auch mal ein bisschen dichter an den Ochser ranreiten zu wollen, dass eben die Pferde genau diesen kleinen bisschen verkürzten Galoppsprung lernen. Also bei der Höhe ist es jetzt noch nicht so erforderlich. Aber gerade jetzt in den hohen Springen, wo zum Beispiel Lumpi und Püppi sind, da ist das schon auf jeden Fall sinnvoller und notwendiger, dass die sich da immer diesen kleinen bisschen zurückholen, um dann richtig aufbäumen und aufwirben zu können. Weil ansonsten vorne ist halt gleich die erste Stange. Ne? Das ist jetzt nicht so mit Flugkurve anhebe, sondern da müssen sie gleich ein bisschen flotter sein. Also das ist gar nicht verkehrt. Aber wie gesagt, schöne Linie, schön rhythmisch, kann man gar nichts gegen sagen. Auch vom Sitz her ist das sehr schön stabil. Was ein bisschen auffällig ist, ist der Unterschenkel. Ich mache nochmal ganz kurz zurück. Jetzt vor allem in der Wendung. Ist ein bisschen weit vorne, könnte ein bisschen mehr Halt haben. Da muss man schauen, ob man das vielleicht mit einem etwas kürzeren Bügel löst. Das kommt aber auch wieder auf erstens das Gefühl und zweitens auf den Sattel an, wie man sich da dann gut wohlfühlt, wie der Halt gibt. Aber es hat so ein bisschen vorgestreckt und jetzt hier in der Wendung so ein bisschen wackelig. Also das könnte etwas stabiler sein. Aber den Sprungsitz über Sprung, den finde ich sehr gut. Wie gesagt, Bein könnte so ein bisschen mehr Halt haben. Aber es ist nicht zu viel Oberkörper. Der Oberkörper ist ruhig, er ist in Balance, er ist immer schön in der Bewegung, ohne vor der Bewegung zu sein. Und auch die Zügelhilfe ist genug entlastet. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt gerade am besten ausdrücken soll. Also es ist ja oft, das habe ich auch schon mal als Nachricht, als Frage bekommen, kann ich gleich mal hier mit reinnehmen. Es wird ja auch oft mal vermittelt, dass man halt so alles wegschmeißt vorne, dass sich die Pferde bewegen können.
Bewegen ist ja auch vollkommen richtig, wichtig, aber alles wegzuschmeißen ist in den Höhen, in denen wir uns jetzt hier so gerade befinden, gar nicht so gut. Warum? So doll bäumen sich die Pferde gar nicht auf, so sehr bewegen die sich gar nicht, weil die sich gar nicht so viel strecken müssen bei der Höhe. Also das sind ja einfach ein bisschen größere Galoppsprünge trotzdem, ja? Und wenn ihr dann alles wegschmeißt, erstens seid ihr selber auseinandergefallen und müsst euch viel schneller wieder aufrichten, wenn ihr einfach nur so viel wie nötig ist, dass sich das Pferd genug strecken kann, nach vorne gibt, seid ihr selber stabiler im Sitz und ihr habt dann auch eine viel ruhigere Rückführung. Bei mir ist zum Beispiel so, ich muss immer darauf achten, dass ich lange genug auch vorne bin. Das ist ja so ein bisschen aus der Vielseitigkeit, dass man ja viel, deswegen richte ich mich auch schon relativ schnell im Oberkörper auf. Das ist ja an sich gut, aber ich muss aufpassen, dass ich nicht die Hand zu schnell, zu früh, das sind Millisekunden, mit zurücknehme, weil ich dann den Bewegungsablauf in der letzten Sequenz ein bisschen störe. Darauf muss ich zum Beispiel immer sehr achten. Aber wenn ich eben alles wegschmeiße, dann habe ich ja auch immer diesen Ruck, wenn ich da eben wieder rangehe. Und das ist ja noch ein viel größerer Störfaktor. Deswegen nicht alles wegschmeißen, so viel wie das Pferd eben für die Höhe benötigt, um sich frei bewegen und entwickeln zu können über dem Sprung. Aber dann ist es halt auch meistens hektisch, wenn man alles so wegschmeißt. Und wenn dann irgendwie mal eine wackelige Situation in der Landung ist, kann man da gar nichts mehr machen. Hier richtig super vorbildlich, so ein kleines bisschen mehr mitgeritten zu dem großen Wassergraben, aber danach auch direkt wieder die Ecke ausgenutzt, um wieder zu schließen. Also im großen Graben muss man ja schon so ein bisschen Galopp mitbringen, dass sie eben auch die Weite schön aus der Hinterhand drücken können. Aber danach, wie gesagt, gleich wieder aufgerichtet, ohne dass es jetzt so ein Ruck drin war, dass der Rhythmus weg war. Auch hier schön beendet, fliegender Wechsel. Das ist immer schwierig, vor allem auf der Geraden den Handgalopp oder den richtigen Galopp danach zu haben, weil es natürlich auf der Geraden viel anspruchsvoller ist als in eine Wendung rein. Deswegen ist das überhaupt nicht schlimm, wenn die da am Außengalopp landen. Wichtig ist, dass man, egal auf welche Weise, so schnell wie möglich danach den Galopp wieder korrigiert und ordnet. Dann wieder schön tief in die Ecke geritten. Ich mache gleich nochmal ein kleines bisschen zurück. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Abschluss jetzt hier nochmal. Kombination auch ganz flüssig, immer mit Fluss nach vorne, ohne dass es hektisch wurde, angelegt, alles gut. Wir schauen uns aber nochmal, jetzt nochmal ganz zurück. Ihr könnt selber nochmal zurückspringen, sonst komme ich zu keinem Ende. Aber vergleicht nochmal, ach nee, komm. Ja, die Wendung, ne, habe ich gesagt, war noch so ein bisschen stockend, aber worum es mir jetzt geht, achtet mal vorne auf die Verbindung. Also nicht, ob das Pferd durchs Genick geht. Das ist sowieso im Springen, im Parcours sogar hinderlich manchmal. Weil die Pferde müssen ja sich selbst einen Überblick verschaffen. Die brauchen ihren Hals, um sich auszubalancieren. Da kann man die nicht so noch hinstellen. Also von der ganzen Anlehnung her, das ist alles super. Was ich eher meine, am Anfang, nach dieser ersten etwas klemmigen Wendung, hat man das Pferd meistens schön geschlossen bei sich und holt es wieder ran. Wenn wir das jetzt einmal ein bisschen hinterspulen, wird es jetzt hier ein Ticken länger. Und da sieht man dann eben auch, jetzt hier hätte man das in der Distanz gleich so ein bisschen mehr schließen können, schließen müssen, wenn es noch besser hätte sein sollen, dass man eben nicht im letzten Galoppsprung das ein bisschen kleiner macht, sondern gleich nach dem Einsprung ein bisschen hinsetzen, dass man dann wieder Platz hat. Also ich finde, das ist ganz minimal, ne? Das ist überhaupt nicht viel hier, denn wie gesagt, es ist eine richtig tolle Runde, aber es ist halt gerne mal so, dass zum Ende von einem Parcours, geht mir nicht anders, wenn man nicht aufpasst, das Pferd mal so einen kleinen Ticken länger wird, weil man dann eben nicht mehr so dieses Einschließen immer mit bedenkt. Also das könnt ihr auch gerne im Hinterkopf behalten. Gerade im Training ganz wichtig, auf dem Turnier geht das dann irgendwann in Fleisch und Blut über. Aber auch ich muss mich da immer wieder dran erinnern. Und bei mir ist es dann nicht einfach so einfangen, sondern bei mir ist es vor allem hinten das Hinterbein richtig aktiv und
sprunghaft im Galoppsprung zu halten, dass sie dann eben auch diese Frequenz mitbringen und nicht nur die Frequenz im ersten Drittel des Parcours haben, sondern auch noch im letzten. So, ich glaube, das war ein guter Rundumschlag. Ich hoffe, ich konnte euch viele Kleinigkeiten mit an die Hand geben, wo ihr drauf achten könnt, um das noch bei euch zu verbessern. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Es war eine wirklich, wirklich schöne Runde hier. Und ich denke, bei solchen Trainingsvideos kann ich mich einer sehr, sehr glücklichen und sehr gut reitenden Community glücklich schätzen. Also ja, es macht sehr viel Spaß. Nochmal vielen Dank für alle Einsendungen. Wie gesagt, ich mache das jetzt ab und zu mal. Lasst es einfließen, weil euch das natürlich auch weiterhilft und sehr gut gefällt, was mich freut. Und ich kann nicht alle Videos kommentieren, die ich habe, weil das sind sehr, sehr viele. Und vor allem muss ich dann natürlich auch schauen, welche Videos gut sind. Also sowas ist natürlich bilderbuchmäßig, weil es ist von der Qualität her ausreichend. Es ist, ja, ich brauche jetzt hier kein Kino, HD, sonst was, aber Qualität meine ich, dass man eben alles gut sieht, eine gute Perspektive ist, dass jetzt nicht noch 15 andere Reiter da drin sind und man hat eigentlich nur einen Sprung vor sich, wo da irgendwo da hinten jemand lang reitet. Also das sind natürlich Videos, wo man schön was dazu sagen kann und da macht das Ganze dann gleich doppelt Freude. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns am Samstag zu einem neuen Vlog wieder und wir sehen uns irgendwann zu einem nächsten Teil von diesem Format wieder. Bis dahin. Tschüss.